Der nächste Redner, freue ich mich auch schon drauf. Mit dem habe ich so den ein oder anderen medizinische Gramm Cannabis auf Arbeit in der Pause vernichtet. Auch Cannabis-Patient, Cannabis-Aktivist und Kampagnenmanager beim Deutschen Hanfverband, der Florian Rister. Ich denke, der hat euch jetzt auch eine Menge zu sagen, wenn es um Cannabispolitik geht. Voilà, Flo. Jo, danke, Micha. Hallo, Hanfparade. Geht's euch gut? Habt ihr Bock? Jawohl. Ich auch. Ich bin mega happy, hier zu sein. Es ist mega schön, euch nach 2 Jahren wiederzusehen. Es lässt mein Herz aufgehen. Ja, die letzten 1,5 Jahre waren stabil, bescheiden für viele von uns. Nicht nur wegen der Seuche, die grassiert und die uns allen irgendwie das Leben schwierig gemacht hat, sondern auch für Kiffer, für Cannabiskonsumenten in Deutschland war die Zeit nicht einfach. Wir haben weiterhin jedes Jahr mehr Strafanzeigen. Auch im Corona-Jahr 2020 gab es mehr Strafanzeigen als im Jahr davor. Über 200.000 Menschen wurden angezeigt wegen Cannabisbesitz. Das ist eine Frechheit, dass in solchen Zeiten die Polizei sich auf solche Themen fokussiert. Das kann nicht sein. Wir haben auch erlebt, dass Cannabispatienten zunehmend schärfer angegangen werden, wo wir 2017 und 2018 noch dachten, okay, die Polizei lernt langsam, sie gewöhnt sich an das neue Gesetz, sie akzeptiert, dass Menschen Cannabis medizinisch nutzen und dies auch dürfen, sehen wir jetzt zunehmend massive Repressionen. Leute werden bei der Führerscheinstelle gemeldet, müssen MPU machen, fachärztliche Gutachten machen oder kriegen auch Hausdurchsuchungen, weil sie nach Cannabis riechen, weil es vor der Tür nach Cannabis riecht. Oder die Rezepte werden einfach nicht akzeptiert. Leute kriegen Strafanzeigen, obwohl sie ein gültiges Rezept dabei haben. Das ist eine Frechheit. Die Polizei scheint da zunehmend Repression reinbringen zu wollen und Druck reinbringen zu wollen. Das kann so nicht weitergehen. Da müssen wir irgendwie was machen. Und es ist einfach schade, das zu beobachten in den letzten 1,5 Jahren. Und noch schader, dass wir kaum uns dagegen artikulieren konnten, dass unsere Möglichkeiten, uns öffentlich zu artikulieren, so begrenzt waren. Wir haben außerdem gesehen, dass Cannabis nicht mehr nur noch gestreckt wird, um das Gewicht zu erhöhen, sondern jetzt auch gepanscht wird mit chemischen Substanzen, die aus China importiert werden oder aus anderen Ländern, die hochgiftig sind teilweise, die wir nicht kennen, die noch nicht am Menschen erprobt sind, die jetzt quasi im Feldversuch unter uns allen getestet werden, indem irgendwelche Dealer Gras verkaufen und Kunden denken, sie kaufen ein Naturprodukt und in Wirklichkeit nehmen sie eine chemische Substanz, die schwerste Nebenwirkungen haben kann. Wir haben Berichte von Leuten, die zuckend am Boden lagen. Es ist schlimm, da muss etwas passieren und der Staat ignoriert dieses Problem gnadenlos, obwohl es wirklich hochgefährlich ist. Es geht hier nicht mehr nur um chronische Schäden, die bei den Menschen entstehen können, sondern um akute, massive Schäden beim einmaligen Konsum von Cannabis. Im Prinzip, wenn ihr Cannabis von fremden Quellen kauft, müsst ihr mittlerweile fast schon dieses Testen, so wie man eine Ecstasy-Tablette oder andere chemische Substanzen antestet, bevor man sie konsumiert, denn es könnte sehr potent und sehr gefährlich sein. Wir haben außerdem in den letzten 1,5 Jahren gesehen, dass die CBD-Händler in Deutschland, die seit einigen Jahren überall in allen Städten CBD-Produkte verkaufen, auch CBD-Blüten verkaufen, mit massiver Repression überzogen werden. Du sagst es, nicht mehr nur die kleinen Händler, die kleinen Start-ups, sondern mittlerweile sogar vor Lidl macht die Polizei nicht mehr Halt und geht eben auf CBD-Produkte ab, obwohl diese nicht berauschend sind. Staatsanwälte schreiben die Strafanzeigen und Richter behaupten dann danach, ja, man könnte das ja missbrauchen, wenn man wahnsinnig viel davon in einen Kuchen reinbackt oder so. Ja? Also es ist eine Frechheit. Wir erleben hier, wie Cannabis, was nicht berauschend wirkt, trotzdem zu Kriminalisierung, zu Repression führt. Und das zeigt eben ganz deutlich, hier geht es nicht darum, Menschen vor dem Rausch zu schützen, sondern es geht darum, eine Ideologie durchzusetzen, die fest verankert ist in den Köpfen von althergebrachten Konservativen und die einfach nicht von dieser Ideologie ablassen können, komme was wolle. Das ist eine Schande. Wir haben außerdem gesehen, wie Briefsendungen, die mit Hanfsamen nach Deutschland geschickt werden, was seit Jahrzehnten passiert, dass Leute aus Holland und Spanien sich Cannabissamen zur Anzucht, zum eigenen Bedarf quasi hierher bestellen, ganz gezielt vom Zoll gejagt werden quasi. Die entwickeln ganz gezielte Mechanismen, entwickeln Computersysteme, um diese Briefe zu finden und geben sich da richtig Mühe dabei. Ja? Also auch das ein Punkt, wo man sagen muss, hey, habt ihr nicht andere Prioritäten? Ja? Solltet ihr nicht vielleicht die Chemie, die aus China hierher geschickt wird, mal überprüfen? Und last but not least,
haben wir eine Drogenbeauftragte, ja, die wahnsinnig schlaue Sätze ablässt und uns allen erklärt hat, Cannabis ist kein Brokkoli. Ja. Wusste ich vorher gar nicht, aber ich kann dagegen halten, Brokkoli ist kein Cannabis. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert nicht. Und wir sollten auf jeden Fall ganz klar machen, mit solchen Politikern kommen wir nicht voran. Wir brauchen Menschen in der Politik, die sich intelligent mit dem Thema beschäftigen, die lesen, die lernen und die sich weiterentwickeln wollen und die nicht auf althergebrachten Ideologien verharren. Und damit wir das kriegen, müssen wir ein bisschen was tun. Ja? Denn bei all dem Schlechten, was ich eben erzählt habe, gibt es doch viel, viel Hoffnung. Wir werden in einem Monat eine Bundestagswahl haben, in etwas mehr als einem Monat. Und es gibt gute, gute Chancen, dass wir danach Veränderungen sehen werden. Vielleicht nicht die vollständige Legalisierung. Wir werden nicht in 2 Jahren ins Geschäft gehen können und unser Cannabis dort kaufen. Aber es wird sehr wahrscheinlich Veränderungen geben. Es wird Schritte hin zu einer Verbesserung geben, vielleicht Ordnungswidrigkeitenrecht, dass Cannabis bis zu geringen Mengen nur noch eine Ordnungswidrigkeit ist, vielleicht Modellprojekte. Mittlerweile sind alle großen Parteien außer die CDU für Veränderungen in diesem Bereich. Ja, wir werden insofern Druck machen müssen, dass die Parteien sich daran erinnern, was sie versprochen haben, was sie in ihren Wahlprogrammen stehen haben. Und wir werden dann, wenn wir ein bisschen Druck machen und uns ein bisschen sichtbar machen, auch diese Veränderungen erleben können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass in den nächsten 4 Jahren die Cannabiswelt in Deutschland sich verändern wird und dass wir alle eine andere Welt sehen werden. Zu diesem Zweck organisieren wir unter anderem auch eine Kampagne, wir vom Hanfverband. Es gibt Plakate, die in den nächsten Wochen in vielen, vielen deutschen Städten hängen werden, unter dem Motto, es ist Zeit für Legalisierung. Fordern wir die Politiker auf und die Menschen auf, sich diesem Thema zu widmen und aktiv zu werden. Und zusätzlich wird es am 18. September in vielen deutschen Städten auch Demonstrationen geben. Vielleicht nicht so groß wie heute, nicht so bunt wie heute, nicht so viel wie heute, aber doch sichtbare Demonstrationen in München, Hamburg, vielen anderen Städten, die eben klar machen, dieses Thema ist wichtig. Liebe Politik, ihr könnt uns nicht ignorieren, ihr müsst es behandeln. Und das ist auch unsere aller Aufgabe, denn wie ich eben eingangs schon gesagt habe, es ist nicht unmöglich, dass die Politik uns ignoriert, wenn wir nicht sichtbar sind. Wenn wir uns alle nur verstecken in unseren Kämmerlein, dann ist es durchaus denkbar, dass die Politik sagt, nein, okay, dieses Thema fassen wir nicht an, das ist uns zu heiß, das ist problematisch, machen wir lieber weiter mit dem Status quo, dann haben wir unsere Ruhe, dann beschwert sich keiner bei uns. Deswegen müssen wir uns beschweren, wir müssen laut sein, wir müssen aufstehen. In dem Sinne, besten Dank, dass ihr das heute macht, dass ihr eure Gesichter zeigt, so gut es geht, trotz Masken, dass ihr eure Meinung zeigt, dass ihr euch äußert. Das ist super wichtig. Ja, es lässt mein Herz aufgehen. Ich freue mich einfach, dass ihr da seid, dass wir heute auch so zahlreich waren, trotz der Umstände, trotz der Probleme und trotz der Polizei, die hier heute ein bisschen anstrengender war als in den Vorjahren. Aber es ist gut, es war gut. Ich bin erfreut und hoffe, dass ihr noch einen wunderschönen Abend habt. Macht weiter so. Der nächste Sprecher ist Thomas Isenberg von der SPD und ich bin sehr froh, vor ihm reden zu können und ihn quasi anzukündigen. Also herzlichen Applaus und ja, vielen Dank.